Hallo Freunde der Nacht. Herzlich willkommen zurück im Garten. Was soll ich machen? Bei dir läuft sie im Wald raus. Hallo, herzlich willkommen zurück im Garten. Was gibt's heute? Ich schlage vor, es gibt etwas mit roter Beete, nämlich ein Superpower Multivitamin Wintersaft, der so richtig durchheizt. Einheizt. Für den winterlichen Multivitamin Powersaft brauchen wir rote Beete, Apfel, Möhre und Ingwer. Und ganz wichtig, ein Entsafter. Wer keinen Entsafter hat, kann dieses Rezept leider nicht machen. Aber die gibt's gebraucht im Internet. Schaut mal, da sind die auch nicht so teuer. Und los geht's mit dem Kleinschneiden. Ich habe mir hier meine ganzen Obst und Gemüse quasi in Bio-Qualität besorgt, habe die ordentlich gewaschen. Und jetzt schneide ich die einfach klein, gleich mit der Schale dran. Und der Apfel wird auch mit dem Kerngehäuse klein geschnitten. Das haue ich alles komplett einfach so in den Entsafter. Wichtig ist nur, dass man alles in eine Größe bringt, die dann auch in den Einfüllschacht des Entsafters passt. Meiner ist zum Beispiel so groß, zeige ich euch mal. Also relativ klein. Da muss ich ein bisschen schnippeln. Und jetzt ab damit in die Maschine. Tue ich das mal hier rein. Schnapp, schnapp, schnapp und schnapp. Und jetzt wird's laut. Das ist jetzt mein frisch gepresster Saft. Und weil hier noch ganz viel Fruchtfleisch drin ist und ich aber gerne einen ganz smoothen, sanften Saft haben möchte, kippe ich das einmal noch durch so ein ganz feines Haarsieb. Hier seht ihr jetzt das ganze Fruchtfleisch, was übrig geblieben ist. Und der Saft ist einigermaßen klar jetzt. Ein rosa Traum. Also ich finde, das sieht ganz toll aus. Und den Saft, den kann man jetzt einfach so pur genießen. In ein Glas kippen. Hat auch wirklich eine ganz tolle Farbe. Und was ich aber auch empfehle, ist den Saft einfach nochmal mit ein bisschen Wasser aufzugießen. Wie so eine kleine Limonade praktisch draus zu machen. Denn wenn man das mit Wasser nochmal aufgießt, bekommt das eine ganz tolle, klare, helle und leuchtende Farbe. Und schmeckt trotzdem sehr gut. Das sieht doch schön aus, oder? Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ist wirklich super lecker. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Bis bald!